Ich habe meinen Bruder in Stuttgart besucht. Meine Frau war dabei, zu dem Zeitpunkt schwanger mit unserem ersten Kind. Und ihr Bruder auf dem Beifahrer und Maler. Wir sind auf dem Weg nach Freiburg gewesen, kurz vor der Ausfahrt Freiburg-Nord. Wenn mich nicht alles täuscht, ist uns einer mit 100 Sachen Unterschied hinten reingefahren. Ich habe meine Milz verloren im Nachzug. Ich habe es nicht gewusst. 5 Tage später bin ich mit Schmerzen ins Krankenhaus. Ich sage, wo warst du die ganzen Tage? Hey, war mir 2,5 Liter Blut und meine Milz in Fetzen herausgepumpt. Nichtsdestotrotz weiß ich, das ist noch nicht das Ende, noch lange nicht das Ende. Und das spüre ich, seit ich klein bin, tief in mir. Also guck mal, mein absoluter Traum, natürlich, ist ein Studio mit Blick aufs Meer, Bruder. Das ist das Nonplusultra für mich, aber das ist ein langer Weg noch bis dahin. Ja, aber die Stelle darf nicht fehlen. Wir müssen die höchstens neu einrippen jetzt. Sollen wir mal einen Pitch Down probieren? Wie es kommt? Boah, ja, Mann. So, Schei. Über ein Viertel geht der Tag, Mund auf. Die Probleme im Bratte holst du niemals ein. Die Probleme, Bratte, holst du niemals ein. Kein positiver Scheiß, wenn ich flow an diesem Mic. Ich will rappen, doch mein Kopf zerbricht in zwei. Fick den Hype, in meinem Block, da wird es heiß, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Cops waren im Kreis, wegen Drogentickerei. Denn der Teufel spricht dir rein, wenn die Kohle nicht mehr reicht. Sie boxen im Verein oder Pistole mit dabei. Also beeindruckt es hier niemand, wie bedrohlich du dich zeigst. Was uns beide unterscheidet, ist der Vorschuss und der Fleiß. Und ich rap nicht mal die Hälfte von den Stories, die ich weiß. OGs geben Props, nicht durch Kommis oder Likes. Bin an Orten, wo es scheint, dass dich Gott nicht mehr erreicht. Und da bleib ich, wie es aussieht, denn mir Gott nicht mehr verzeiht. Nein, die Hoffnung ist verloren wie all die Zeit. Doch vielleicht gibt's einen Ausweg noch. Ey, was geschieht, Bratte, jetzt oder nie? Ich muss weg, aber wie? In meiner Familie gibt es Musiker. Mein Vater macht Musik. Meine Tante macht Musik, unterrichtet es sogar. Meine Eltern haben sehr viel Wert gelegt auf Bildung, musikalische Bildung vor allem. Und irgendwann bin ich zur Rapmusik gekommen, als ich 11 oder 12 war, um den Dreh als Marshall Mathers LP von Eminem rauskam. Von da aus habe ich halt meine Liebe in Hip-Hop gefunden. Und vor allem in amerikanischen Hip-Hop anfangs habe, wie jeder damals, auf Englisch angefangen zu rappen. Später hat sich dann immer der Style entwickelt, der Karlsruher Style. Und ich habe gemerkt, wie wichtig doch vor allem im Hip-Hop halt diese Sachen wie Akzent sind und dieses Repräsenten der eigenen Herkunft, sei es jetzt auf Deutschland bezogen, Karlsruhe oder auf die Heimat, wo meine Eltern herkommen, nämlich Kroatien. Auch dieses Dilemma mit zwei Heimaten, beziehungsweise so eine gewisse Dualität innerhalb der Werke jedes Mal und bis hin zu, dass das Tagmund-Album aus zwei Tapes besteht. Das eine ST-Tape, was in Split entstanden ist, und das Red Nummer 4-Tape, was ich in Deutschland fertig geschrieben habe. Hast du einen Flow? Was du brauchst, ich kann es holen. Denn in meiner City riecht der weiße Staub nach Aceton. In den Wohnungen stehen Zelte, Automatics auf Balkon. Was ich rauche, nennt sich rot, wie die Farbe des Verbots. Richtig kennengelernt haben wir uns auf einem Auftritt. Also ich habe da mäßig als Vorgruppe aufgetreten. Kurz darauf ist die Zeit in Split gewesen. Und diesen Sommer, als ich in Kroatien eben war, war er auf dem Weg nach Bosnien. Und hat mich dann angerufen oder ich glaube Instagram geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Hat gesagt, Bratte, ich bin auf dem Weg nach Bosnien. Ich habe aber einen Bock, ein Video zu drehen. Habe gerade einen Song fertig gemacht. Glaubst du, wir kriegen das irgendwie gebacken in Split? Dann habe ich Kiko gesagt, komm einfach in Split vorbei. Bleib mal 2 Nächte hier, 3. Wir machen diesen Song fertig und wir machen ein Video dazu. Dann haben wir uns halt dort getroffen, ein Video gedreht. Das ist sehr gut angekommen. Und da wären wir wieder. Ich habe das so geschrieben, Alter. Und ich finde es geil, das passt so, aber jetzt ist es Single geworden und ich weiß, es wird besondere Aufmerksamkeit kriegen. Und da braucht Kokain nicht auf dem Präsentierteller liegen, weißt du? Mhm. Jetzt überlegen wir uns gerade, ob wir das irgendwie hinkriegen, Alter. Kiko nimmt schon länger bei mir auf und durch ihn kam das zustande. Hat irgendwann gesagt, hey, es kommt noch mal ins Studio, kommt noch mal ins Studio, kommt noch mal ins Studio. Aber er war derzeit in Kroatien. Ich kam aus Kroatien zurück, auf der Suche nach einem neuen Sound. Aber mit neuem Sound meine ich jetzt nicht eine komplette Innovation, sondern
wie kann ich aus dem, was ich mittlerweile als meinen eigenen Stil bezeichne, das meiste rausholen? Wo kann man noch hier und da ein Schräubchen drehen? Und dann kam's. Und dann kam man nach Deutschland. Und einen Tag darauf haben wir uns hier getroffen. Jetzt ging es los mit Spuren zusammensuchen, die alle aus Maschinen kamen. Das heißt, haben alle so einen gewissen Dreck schon von Haus aus. Und das alles aufzupolieren, beziehungsweise die Beats in Kontrast zu stellen mit den Vocals, das war der Ansatz, den wir verfolgt haben. Und es hat voll gut geklappt. Also ich bin im Sound top zufrieden. Noch nie so einen Sound bei einer VÖ gehabt, Digga. Und so kann es weitergehen auf jeden Fall. Bruder, das ist oldschool, Bruder. Also das ist oldschool. Und wenn man dann das Album auflegt, weiß jeder, was das ist. Also in meinem Kopf rattern Reime nonstop durch. Und die Texte entstehen genauso verschieden schnell. Manchmal schreibe ich einen 16er runter in 10 Minuten, wenn alles passt. Und manchmal arbeite ich tagelang daran und denke mir, hey, ich habe es immer noch nicht ganz so ausgedrückt, wie ich wollte. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, das ist spannend. Ich setze mich hin mit einem Blatt Papier und ich weiß zum Beispiel jetzt, ich muss schreiben, Handy weg, keine Ablenkung, von mir aus einen Joint drehen, kurz runterkommen. Und dann passiert etwas. Guck mal, ich brauche eine gewisse Ruhe und ich will keinen Druck verspüren. Das heißt, ich will nicht im Studio sitzen und ich weiß, um 6 Uhr ist der nächste Termin und ich muss dann hier raus oder so. Ich arbeite zu Hause, weil ich mir hier Zeit nehmen kann und zur Ruhe kommen kann und den kreativen Prozess starten. Weil kreativer Prozess ist ein kreativer Prozess und der kann manchmal ausbleiben. Und dann habe ich mir den Producernamen Dannemann gegeben und angefangen, meine Beats zu bauen, weil ich gemerkt habe, die Songs entstehen auf eine andere Weise. Wie gesagt, du nimmst dir nicht mehr einen Beat von YouTube und rappst 2/16er da drauf, sondern du suchst Samples aus, du spielst Sachen ein. Du hast alles in deiner Hand von A bis Z. Dadurch entwickelt sich im Song eine andere Dynamik. Du kannst Bridges einbauen, Pre-Hooks einbauen, du kannst instrumentale Sachen einbauen. Das ist verspielterer Zugang zu dem Ganzen. Also ich schreibe nach wie vor handschriftlich, was mir sehr wichtig ist. Nicht, weil ich Oldschool-Mucke mache und das dazugehört oder so, sondern weil es mir einfach du arbeitest anders mit den Texten. Du verinnerlichst sie direkt. So sieht es mein Kopf aus. Es hat unter anderem den Vorteil, dass du im Studio die Texte auswendig kannst und sie nicht abliest, sondern dich voll auf deine Performance konzentrieren kannst. Es hat nur Vorteile, Digga. Und ich nehme mir gerne die Zeit, kann dann, wie gesagt, die Beats bei den Produktionen, die ich selber produziere, halt von Anfang an mit dem Text irgendwie verflechten halt und ausarbeiten. Dann komme ich nach Hause und dann kriege ich die Spuren aus dem Studio, kann dann das Arrangement hier selber machen in Ruhe, weil wie gesagt, man, Ruhe ist der Schlüssel, weil Kreativität blockt manchmal und kreative Pausen, nenne ich sie mal, um nicht zu sagen Blockaden, setzen ein, die kann man aber überwinden, nur darf man nicht darauf hoffen, dass sie sich von alleine überwinden sollen. Man muss sich hinsetzen und einen kreativen Prozess einleiten. Und wenn du dann sitzt und versuchst und es wird nichts, okay. Aber wenn du gar nicht versuchst zu schreiben, weil du dir denkst, hey, ich habe eine kreative Blockade, das ist doch scheiße. Verlorene Seelen, Psychosen fürs Leben wegen Drogenrausch. Treffen sich bei Mondschein draußen, legen den Dämonenstaub. Die Augen brennen und die Ohren taub, verbrennen das verbotene Kraut, das man im Parzelten in der Wohnung baut. Ich sehe durch die Rollos raus, Paranoia kickt. Vor paar Wochen war ich noch im Split und aß gegrillten Fisch, hatte die Adria im Blick. Mit der Familie Trank gemischt, jetzt bin ich hier und sitz mit Junkies an meinem Tisch. Das heißt für mich alleine rauchen, wenn du kiffst. Und pass auf, von was du sprichst, entspannend ist das nicht und hat so manchen kalt erwischt. Yeah, Digga, dein Freund wird so dein Feind, bevor du sprichst. Kuss auf deine Wange und da lacht dir ins Gesicht und wird dich ficken nur für Drugs, für die Patte, für ne Bitch. Das sind Plattenbaugeschichten, alle traurig unterm Strich. Bereuen zwar, aber bedauern tun sie's nicht. Fahren rum mit weißem Gift und mit ner Knarre unterm Sitz, als wollten sie, dass es ein Ende nimmt. Sie lassen sich im Stich, nicht nur gegenseitig, nein, vor allem auf sich selbst. Aber eines schönen Tages wird es hell und bis dahin, kleiner Watto, fick die Welt, nimm das Geld ein. Guck mal, ich habe gewusst, ich arbeite an etwas. Ich habe allerdings nicht gewusst, ob das ein Mixtape wird
oder ein Album oder vielleicht eine Handvoll einzelner Songs, Singles, was auch immer. Ich bin nach Kroatien gegangen, einmal um Kraft zu tanken, Energie zu tanken, Urlaub zu machen. Aber Laptop dabei, Heft dabei und ich habe einfach mal drauf losgemacht, sag ich mal. Tagmond, er kündigt uns die Nacht an. Überall nur Armut, Brattern unter all meinen Nachbarn. Tagmond, ich cruise durch die Hut mit zwei, drei Brattern. Saugen auf, auch wenn es hell ist, wir sind Wasser. Tagmond, Tagmond. Auf dem letzten Album halt gehe ich im Outro raus mit ich will meine Kinder von hier wegbringen und nach Kroatien zurückgehen, weil ich Deutschland unter Umständen hier halt viel Schuld zugeschoben habe für Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Ich habe aber seit jeher auch einen starken Rückhalt von meiner Familie gespürt zu Hause und egal wie schwer es war, die Eltern waren immer für uns da. Zum Beispiel war eine Hausbesuchung bei uns. Ich habe mir mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt zu der Zeit und er hat irgendeinen Scheiß gemacht halt, gell. Ich habe Packs liegen in dem Zimmer und die suchen aber nach was anderem. Es stinkt aber alles nach Weed. Und mein Vater kommt ins Zimmer rein und sagt, gehen Sie hoch auf Dachboden. Die Jungs laufen immer hoch, bevor sie rausgehen. So ist der Mann drauf. So, er hat uns mehr als eine Chance gegeben, weswegen ich ihm für immer dankbar sein werde. Aber ich glaube, das hat mir halt viel Kraft gegeben, auch diesen Druck auszuhalten. Und ich bin nach Kroatien gegangen und ich bin zu einem, durch das Album, durch den Prozess des Albums zu dem Schluss gekommen, dass das Problem nicht in Deutschland ist oder in Karlsruhe oder das Problem ist in mir. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann nehme ich das Problem mit. Es ist mir klar geworden, ungefähr auf halber Strecke quasi, nachdem so eine Handvoll Songs fertig waren. Und das hat dann auch die Idee entfacht, den einen Teil in Kroatien fertig zu schreiben, mit der Pointe, mit dem Strich drunter gezogen. Dann nochmal das Gegenteil davon aufzuarbeiten und zu gucken, so, wovor wollte ich eigentlich weg? Warum bin ich jetzt hier gelandet? Und warum wollte ich da weg? Weißt du, ich meine, und dann habe ich mich halt mit mir selber viel beschäftigt und auch mit den vergangenen Jahren und die Jugend, die jetzt letztendlich gemündet ist in einem erwachsenen Hey, sag ich mal, der auch versucht, sich Gedanken zu machen über die Dinge, die er den Jugendlichen und der Welt halt vermittelt, weißt du? Seiko. Slušaj sad, brate moj. Tag mod. Schat. An den Wänden seh ich Schatten. Kanaken an den kalten Straßenecken stehen im Schatten. Die schwarzen Augenränder sind wie Schatten. Slušaj, brate, kad ti kažem da me sjene prat. So lange schon im Recht der Schatten, brate moj. Ich kann's nicht fassen. Die Sequenz aus dem Album ist die Einsicht, dass es noch verdammt viel zu tun gibt für mich. Menschlich. Ich muss wieder ein paar Hebel ansetzen, ein bisschen Herr meiner Sinne werden. Und das kannst du nur, indem du gewisse Sachen aus deinem Leben entfernst. Nach dem Unfall ohne Milz und mein Immunsystem stark geschwächt, bin ich einmal ins Krankenhaus gekommen, wo es nochmal richtig knapp war. Und wie soll ich dir sagen, ich habe mich langsam daran gewöhnt, dass Ärzte sagen, hey, es war knapp, so. Die Zeiger drehen sich, man wird nicht jünger, weiß ich mein. Und es gibt noch viel, was ich machen muss und Zeit verplempern gibt es nicht mehr, weißt du. Und ich habe genug Zeit verplempert und mich mit unwichtigen Dingen aufgehalten. Genauso wie Problemen zu viel Beachtung zu schenken, anstatt den schönen Dingen im Leben. Und wie gesagt, wenn man aber die Welt verändern will, muss man bei sich anfangen, weißt du? Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, aber der Weg ist noch lang halt. So ein Album schreibt sich nicht von selbst. Watto, fick die Welt, ich will weg von hier. Rauch Gelato, rauche Red No 4. Aber Hase ist mein Name, Stari, hab ich tätowiert. Alles versmockt, alles grau und alles betoniert. Deswegen dreht sich mir mein Kopf und Magen. Mir wird schlecht schon hier.